Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Super Smash Bros. Zusammen mit den lieben Squall. Genau, hallo. Und wir spielen dieses Mal Stamina. Wir können erstmal starten, dann können wir es den Bayer klären. Ja, Stamina. Genau, jeder hat 100, okay, 150 HP halt. Ja, und du musst mir den Gegner abziehen und wenn er die verloren hat, ist er tot. Genau. Wenn er runterfällt, ist er auch tot. Wer bist du eigentlich? Ich bin Fox. Achso, ich sehe es gerade schon. Ich muss mal auf Grün eingestellt, weil ich lieber Fox in seiner Grundfarbe stehe, in dieser ordentlichen Grünfarbe. Oh Gott, wo. Ich komme nicht. Ich kann ihn jetzt beschießen, könnte ich jetzt erst töten. Ich beschäftige ihn, weil ich immer durchschießen. Ich beschäftige ihn schon. Max, wenn ich immer so erschießen. Oh, du bist ein Mörder! Okay, er ist tot. Wie so Slow-Mo-Effekt noch drin ist, ne? Ja. Oh. Yay! Jetzt habe ich auch betreten wie am Boden, wie so ein U-Bahn-Schläger. Ja, ne? Wie so ein U-Bahn-Schläger, das ist voll der Fiese. Da kommen jetzt gleich nochmal eine drauf. Wir machen das so ein paar Rundchen hier. Wir könnten machen, dass wir einfach mal. Ich zeig dir hier mal ein Special-Buch, das ist vom Easter Egg. Ich werde gerade über hier hinten penetriert. Ah, nein, hat nicht funktioniert. Okay, muss ich nächste Runde auf der Stage schon mal probieren. Wir können es ja am besten mal so machen, dass wir. Das ist nämlich auch von der Fox-Welt. Und da kannst du nämlich hier mit den Leuten reden. Kennst du dieses Dual-Barrel-Wall-Ding? Kann sein. Das ist, sagt es dieser eine. Du kannst auch Google sagen, dass Google eine Barrel-Wall machen soll. Und das kommt aus den Star Fox-Spielen. Ach so. Weil der eine Esel am Mikrofon hören immer sagt, mach eine Fassrolle, also eine Barrel-Wall. Ich bin gleich tot. Einer ist tot. Wo bin ich damit? Oh. Das Ding ist, die Arschkleiners haben halt den Vorteil, dass der eine praktisch immer noch lebt und der andere. Stimmt, wir sind beide tot, haben wir gewonnen. Yay, yeah, Game! Ich habe jetzt so eine Idee gehabt, dass wir immer so kürzere Parts jetzt hier machen und immer dieses, was man andere CPUs, den kann man irgendwie random machen. Ja, klar. Okay, perfekt. Lass einfach immer so im gleichen Spiel, wir können ja jedes Minigame, was es gibt, einfach in der Folge, in den Folgen mal durch. Wir spielen ja immer so, keine Ahnung, so 6 Minuten oder so, spielen wir einen Spielmodus hier von diesem Special-Spielmodus. Ganz interessant. Und spielen alle durch. Dann können wir nämlich mal sozusagen so haben wir so ein bisschen mehr Folgen. Dann muss halt immer nicht so lang sein für diese Smash Bros. Folge. Dass wir halt jeden Spielmodus, den es hier gibt, einmal zeigen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin schon tot und da bin ich. Ich komme die ganze Zeit nicht drauf klar, wo ich bin. Ich bin nicht tot. Beschäftige sie ruhig, das ist kein Ding. Krieg die schon platt. Siehst du? Sag. Na, ja, ich bin down. Ich hab die ganze Zeit gedacht, ich bin der Blaue, deswegen hab ich dazu übel verkackt. Das geht ja gar nicht, fit sowas. Yoshi ist fast down. Guck mal, wie ich die ganze Zeit noch wegblocke mit dem Schild. Ja, aber du musst sie runterstoßen, dann hast du auch gewonnen. Das wird knapp hier, der Kampf wird, das wird ganz schön schwer für dich. Jetzt haben sie mich gerade eingekesselt, aber. Ja, du kommst es hin. Ja, aber beide Daumen bekommen. Beide Daumen. Das Tier yeah, schon wieder. Ja, Beast wieder, Mode wieder hier. Beast Mode on Tour. Ja, weil Fox Beast Mode schon seit der Map. Warum wieder hier random? Ness. Schon wieder eiskalt. Wir müssen am Ende der Folge, ne? Bevor ich hier scheiße, aber müssen wir aber ankündigen, was das Thema in der nächsten Folge sein wird. No. Also jetzt haben wir erstmal so angekündigt, für die Großankündigung dieser Folge ist, dass wir jetzt erstmal so machen mit den Spielmodi, dass wir halt davon jetzt kürzere Parts machen, aber halt mehrere dafür. Ja, genau. Und nächste Folge wird das erste Thema sein, dass ihr vielleicht rein, wenn ihr vielleicht Bock dran habt, das wäre so ein bisschen über dieses Astro-TV-Zeug und sowas. Es gibt dieser Schrott. Das war eine spontane Idee von Maxi. Ja, und uns wird dann halt interessieren, was ihr davon haltet und wie ihr das einschätzt. Weiß nicht, würdet ihr die Leute als Vollidioten bezeichnen, die ja glauben, alle den ganzen Kram noch um die nächste Folge. Ich muss sagen, jetzt schon mal im Voraus, ich finde das bescheuert. Also, ja, habe ich hier eine Menge rum. Nee, das ist schon wieder gespoilert. Ja, so ein kleiner Spoiler ist drin. Okay, gut, perfekt. Nächste haben wir gewonnen. Genau, wir machen immer so, was soll ich, 6-Minuten-Parts und bei denen, glaube ich, ganz knackig. Das kommt ganz gut hin, ja. 6-Minuten-Parts haben wir dann. Schon knackig und gut. Die werden wir auch halt relativ häufig hochladen. Wenn es halt leer ist, ist es leer. Das heißt, wir werden jetzt nicht irgendwie 3 Wochen warten, bis ein Part rauskommt, sondern machen das immer relativ knapp und relativ zeitnah. Und dann werden wir halt immer, wenn Maxi dann, der ist ja gerade bei mir, wie man vielleicht merkt, das könnte man natürlich zusammenspielen. Fuck, ich werde sterben. Ja, ich bin jetzt schon tot. Ich hab's gerade verkackt, weil ich nicht hochgesprungen bin, weil ich gerade da recht auf klar gekommen bin. Wie gesagt, immer wenn er dann hier bei mir ist,
Dann nehmen wir halt immer so ein paar Folgen davon auf. Wahrscheinlich nicht nur Smash Bros., sondern auch andere Gamecube-Spiele. Genau. Weil wenn ich immer so nach unten gucke, haben wir halt eine Menge hier, die man auch Multiplayer spielen kann. Was haben wir denn da noch so? Da muss ich mal ganz kurz nach unten. Die hört mich mal ganz kurz, ne? Ich verkacke gerade ganz schön, weil ich nicht aufpasse. Okay, also. Und zwar habe ich folgendes jetzt hier liegen. Wenn ich noch ein bisschen zur Seite kann, kann ich das lesen. Und zwar haben wir hier James Bond GoldenEye Roof Agent, Mario Sunshine, Mario Football, James Bond Nightfire, Pokémon XD Dunkle Sturm, Gameboy Spiele, Peter Jackson's King Kong, Splinter Cell, Liebesbrief aus Moskau, 007 Magento Kreuzfeuer und James Bond Alles oder Nichts. Die haben so auf die Fresse bekommen von den CPUs, ne? Weil da so eine scheiß Bombe war, jetzt hat sie noch 23 HP-Punkte. Hast du gar nicht gesehen, ne? Nee, ich hab gar nicht mehr die Spiele davor gelesen. Ja, und falls ihr irgendwie einen Spielewunsch habt, dann schreibt es in die Kommentare, weil dann könnte ich nämlich mal gucken, ob ich das mal besorgen kann für uns. Ja, und dann ja, werden wir das uns auch reinziehen. Also sagst einfach, ihr müsst nur Bescheid sagen, ob ihr Bock auf irgendwas habt. Dann gibt es halt so eine neue Rubrik auf dem ganz auf Rampage-Channel, das ist dann Gamecube. Ist auch mal was, ist auch mal was Gutes, ne? Gamecube ist auch mal was Tolles. Mal so ein paar klassisch. Dieser beschissene Kettenfalten, ne? Ich werde jetzt fällt er noch runter. Wenn er jetzt noch runterfällt, regt sich richtig auf. Den töten, deswegen. Also wie gesagt, dann gibt's immer so ganz knackig schön Gamecube-Spiele, die wir euch hier präsentieren. Finde ich ganz lustig, weil die Gamecube eine meiner Lieblingskonsolen ist. Nice. So, ich habe noch gewonnen, Alter, mit 4 HP. Weil die Gamecube eine meiner Lieblingskonsolen ist und deswegen finde ich das halt ganz nice. Hast du gesehen? Was wir machen. Ein Leben und dominiert. Okay, gut, dann war's auch für die Folge, dann war's das für den Modus Stamina. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Das schaltet auch bei der nächsten Folge wieder tut ein. Tut das. Nächstes Mal spielen wir, können wir ganz gucken, was wir nächstes Mal spielen. Wie geht's nochmal zurück? Ich zeig das hier mal eben. Genau. Zack. Als nächstes gibt es den Camera Mode. Ja, machen wir aber eigentlich nur Fotos, ne? Das ist nichts Besonderes. Ach so, ups, sorry. Nee, dann würde ich sagen, machen wir mal Super Sudden Death. Das ist praktisch, du hast 300%. Das müssen wir. Steht da unten. Ja, genau. Wir haben 300%. Wir seht in der nächsten Folge. Ja, sehen wir. Und Camera Mode, ich wusste gar nicht, dass es noch ein Camera Mode war. Aber gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.